fasst das hier nicht an. Ne? Von 3 Monaten und dann daneben ist hier der weiße Filter. Ne? Das sind die neuen Filter. Da muss man ja nichts dazu sagen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben uns in der Vergangenheit mit der Lüftungsanlage beschäftigt. Wir hier bei Smartest Home. Ihr kennt uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Wir haben ja eine ganze Reihe Fans. Wir haben wirklich echte Fans. Dafür schon nochmal gleich zu Beginn. Vielen Dank. Wir haben uns mit dem Thema Lüftungsanlage viel beschäftigt und wir haben in der letzten Zeit, hatten wir so 1-2 Beiträge, gerade was das Thema Kosten anbelangt, Energiekosten, da haben wir die Kosten euch mal so zusammengestellt. Wir wollen uns heute auch mal nochmal in das Thema Lüftungsanlage tiefer einsteigen, aber ich möchte heute meinen Gast vorstellen, das ist der Martin. Hallo. Den kennt ihr vielleicht noch aus vergangenen Beiträgen, der Martin hat gebaut. Schon ein bisschen her, ja. Und der Martin hat natürlich selbstverständlich eine Lüftungsanlage eingebaut. Martin, erzähl uns doch mal, warum hast du dich für eine Lüftungsanlage entschieden? Weil für mich war das jetzt überhaupt gar kein Thema. Ja, also für mich war es deswegen ein Thema wegen Gesundheit. Ich denke, das habe ich im letzten Beitrag auch schon erwähnt. Gesundheit? Gesundheit und ja, natürlich auch ein bisschen weniger Staubwischen und so. Ja, gesunde Raumluft ist für mich auch eine staubarme Luft und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich eine Lüftungsanlage wollte und wegen der Schimmelprävention. Okay, du hast jetzt ein größeres Objekt gebaut und wir haben im vergangenen Beitrag, ich glaube, es ist der vorvergangene Beitrag, haben wir mal die Kosten zusammengestellt. Die Kosten, das war so 220 Quadratmeter Haus von einer Lüftungsanlage, die über 10 Jahre im Dauerbetrieb ist. Mhm. Ja. Und wir haben 45 Euro, wenn man jetzt im deutschsprachigen Raum lebt, ne, da sind ja Energiekosten viel höher als in der Schweiz oder woanders, ne? 45 Euro Betriebskosten im Jahr. So, und da gab es von euch einige, die haben dann gesagt, ja, das ist ja viel zu teuer, ne? Und man muss ja die Lüftungsanlage auch noch installieren und das geht ja auch ohne. Ja. Martin, du bist jetzt ein Lüftungsanlagen-Benutzer. Drinnen Leber. Also das Thema Kosten war für mich, du weißt es, gar kein Thema eigentlich. Natürlich hat mich interessiert, was das kostet, weil ich es natürlich bezahlen muss, aber letztendlich habe ich keine Lüftungsanlage reingebaut, weil ich jetzt damit irgendwelche Kosten im Prinzip sparen wollte. Ich wusste, wenn ich jetzt eine warme Raumluft habe, die wird dann rausgeführt aus dem Haus, aber da ist am Ende, bevor das in die freie Wildbahn gelangt, ist ja da noch so ein Wärmetauscher drin. Und ja, sicher wusste ich, dass da eine Energieeinsparung, eine Energiebewahrung stattfindet, weil diese Energie, die dann der Wärmetauscher der Luft entzieht, die wird aber woanders wieder eingespeist. Also du hast dich stark damit beschäftigt. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ich kann jetzt mal was zeigen, dass man vielleicht nochmal, das ist ja auch wie das bei dir in der Lüftungsanlage ist, ich muss sagen, es ekelt mich. Ja, natürlich. Es ekelt mich, was ich hier zeige. Ja, also man darf nicht daran denken, dass man das eingeatmet hätte. Ich zeige jetzt nochmal für euch, wie hier so eine, nach 3 Monaten, wie die Filter von der Lüftungsanlage aussehen. Martin, ich muss echt sagen. Ich fasse es nicht an. So, ich zeige es nochmal so von der Nähe. So sieht der Filter aus. Und das ist einer von den 2 Filtern. Und das ist jetzt der Filter, der für die Luft von außen zuständig ist. Ne? Mhm. Eigentlich fast noch schlimmer als die Luft von drinnen. Also hier ist noch der zweite Filter. Ich halte es nochmal ran, ne? Dann kann man das mal so ein bisschen sehen. Und ich muss sagen, ich habe es noch nicht so richtig verstanden, warum es Leute gibt, die jetzt ohne Lüftungsanlage bauen. Also ich persönlich noch nicht, weil ich zeige mal hier, wir haben jetzt hier für euch nochmal hier so zum Sehen. Wir haben jetzt hier so einen Karton. So legt man die ein. So sehen die aus, wenn man die noch nicht eingelegt hat. Ja, sie sehen so aus und vor allen Dingen bloß mal zum Vergleich, so ein Farbvergleich. Ne? Also wie gesagt, ich fasse das hier nicht an. Ne? Vorsicht. Das ist jetzt hier das ist der Filter, ne? Der von 3 Monaten und dann daneben ist hier der weiße Filter. Ne? Das sind die neuen Filter. Da muss man ja nichts dazu sagen.
würde man meinen. Natürlich, wenn ich in meinem Haus dann die Leute rumführe und ja, was hast du denn hier, was hast du da? Lüftungsanlage. Ja, ich weiß nicht, warum wir immer auf dieses Thema Kosten kommen. Ja, ich komme nicht auf das Thema Kosten. Ja, ja, mit dir nicht, aber wenn ich Besuch habe. Ach, das ist bei dir schon so. Das ist schon so, ja. Ja, und überall ist aber dieses Thema Kosten und was bringt es und Energie. Da gibt es irgendwie verschiedene Gattungen von Mindsets, nenne ich es jetzt einfach mal. Die einen sagen, ja, okay, das ist Smart Home Luxus, eher so zu dieses Bereich und so. Luxus, was ich nicht brauche, in Klammern, bis sie es erlebt haben. Und dann gibt es noch die anderen, die sagen, Mensch, Smart Home, das ist ja, die setzen es irgendwie gleich mit so Öko und Spar und plus Energiehaus und sowas. Wo ich mir denke, das ist alles zu einseitig betrachtet, das Ganze. Das ist wie Wohnen an sich, das ist ja so vielseitig. Und ja, und dann kommt man immer auf dieses Thema, ja, und was hast du da, Energieeinsparung und so drin? Dann denke ich mir, naja, sollte ich mal nachrechnen, weiß ich gar nicht, weil ich mache es ja wegen der Gesundheit. Jetzt haben wir nochmal das Thema Gesundheit angesprochen. Also für diejenigen, die jetzt da immer gezweifelt haben, ne? Ich glaube auch nicht, dass so viele zweifeln. Wir wollten bloß das Thema, das Thema Kosten, mir tut's weh, muss ich dir sagen. Mhm. Das ist wie, wenn ich einen gescheiten Ledersitz im Auto habe. Ne? Mhm. Das könnte jetzt ein Elektroauto oder was auch immer sein. Mir ist es einfach wert. Mir ist Gesundheit etwas wert. Ne? Genau, das Weil ist der Punkt. Ich will nicht hier das einatmen, was hier drin ist. Ne? Wir legen es lieber zur Seite. Und deshalb haben wir diese sauberen Filter alle 3 Monate. Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal zu den Kosten auch hier. Was kosten diese Fließfiltermatten? Ne? Mhm. Du hast jetzt, wie viel Mal hast du bei dir jetzt gewechselt? Ja, also von viertel bis halbjährlich. Also es kommt auch ein bisschen so auf Jahreszeit drauf an. Mhm. Mhm. Ja, und wir haben es im letzten Beitrag schon mal gezeigt. Also so ein Karton, wie wir hier haben, ne? Der ist fürs ganze Jahr. Mhm. Das sind ja bei 20 Euro. Genau. So, und da frage ich jetzt mal, sind 20 Euro für die Gesundheit, ne, die man auf jeden Fall hat, weil man weniger Staub, weil man weniger Milben oder was auch immer man einatmet. Ne? Also Leute, die jetzt zum Beispiel so anfällig, ich bin da total anfällig, ne? Mhm. So bei Teppichböden, ich könnte das nicht mehr aushalten. Mhm. Ne, du hast den Staub, der da drin ist, den atmest du immer wieder ein. Ne, also wenn du irgendwelche Allergien hast. Also, ja, gut. Ich meine, natürlich mag es eine oder andere sagen, es gibt Teppiche, die da natürlich staubärmer sind. Und 40%, das begegnet einem, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber du hast jetzt gesagt, diese 20 Euro, wer ein Haus baut, der ist andere Summen gewöhnt. Und ja, der ist eine Million gewöhnt. Der ist eine Million gewöhnt, also das ist einfach so. Es ist die Frage, was will man im Leben, was will man für die Zukunft? Und 20 Euro für Filter, ich habe da noch nie einen Gedanken darüber verloren, ob das jetzt viel oder ob das jetzt wenig ist. Mhm. Oder ob es mir das überhaupt wert ist und so. Weil, wie gesagt, die Frage, die ist nicht aufgekeimt in mir. Ja, also wir haben jetzt nochmal da beleuchtet, ne, dass die Energieeffizienz oder habt das Thema Kosten erstmal, ne? Kosten muss man diskutieren, will man das überhaupt? Dann die Energieeffizienz, hast du ja vorher auch gesagt, wie das bei deiner Anlage ist, dass ich die, dadurch, dass ich die Fenster nicht öffnen muss, ne, wird die mit der Wärme, mit der verbrauchten Wärme, die nach draußen geht, mit über den Kreuzwärmetausch, mhm, wird die kalte, im Winter kalte Luft, mhm, erwärmt. Ne? Mhm. Da kann man ja so bei 80-90% kann man sagen. Mhm. Der Wärme wird genutzt, der Wärmeenergie. Ne? Mhm. Und ich habe immer Frischluft. Das ist ja das eine bei der, mhm, Lüftungsanlage. Und das andere ist, natürlich brauche ich dadurch Energie. Und man müsste auch mal gegen den rechnen, ob die 45 Euro, die ich dann berechne für die Lüftungsanlage, nicht sowieso schon in den gesparten Fensteröffnungs- und Schließungs-Lüftungsgeschichten, wo die Wärme nach draußen geht, sowieso schon drin ist. Ne? Mhm. Das müsste man nochmal genau ausrechnen, und wie gesagt, ich würde sogar 45 Euro im Monat zahlen für Gesundheit. Also ich. Ja, auf alle Fälle. Persönlich, ne? Ja. Also keine Diskussion. Ganz klar. Okay. Gut. Du bist zufrieden. Du hast jetzt seit über einem Jahr die Lüftungsanlage. So ist es, ja. Und was würdest du noch jetzt im Nachhinein sagen? Was hast du denn gezahlt? Kann man das überhaupt sagen? Wollen wir das sagen?
Ja, also 15.000, also ich denke, das ist jetzt, das erschreckt jetzt keinen. Mhm. Das ist eine normale Zahl für auch meine Größe, die ich jetzt habe. Mhm. Ja, das kostet der Einbau. Mhm. Die Anlage selber? Also die Anlage selber und der Einbau, dass ich einfach so, dass ich einfach eine Lüftungsanlage habe. Mhm. Weil die Anlage selber ist ja immer so, wir haben es glaube ich immer wieder gesagt, zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Und wir haben es ja alles auch schön vernetzt, ne, bedarfsabhängig. Man kann auch lüften, wenn niemand da ist. Mhm. Ne, das ist ja normal, wenn niemand anwesend ist. Und das kann man jetzt mit einem konventionellen Haus nicht so. Ja, das wäre ein bisschen aufwendiger. Da geht dann der Nachbar und macht die Fenster auf und zu. Ne? Zylinder. Genau. Roboterarme, die das dann rumdrehen so. Können wir bestimmt machen. Martin, vielen Dank. Gerne. Dass wir hier nochmal über das Thema gesprochen haben. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Für ein Abo freuen wir uns immer, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Wir freuen uns auf den Daumen. Und wenn ihr was dazu schreiben möchtet und auch der Meinung seid, die Lüftungsanlage ist das Beste und Wichtigste beim Smart Home, oder ihr sagt, das brauchen wir gar nicht. Wir freuen uns immer auf eure Kommentare. Ja, das bringt mich nicht um, das macht mich nur härter. Habe ich alles schon gehört. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.